Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen zu unserer Board Lounge heute aus dem Rotonda Düsseldorf. Wir sprechen heute mit Thomas Schmidt von Haniel. Thomas, schön, dass du heute Abend hier bist und möchten in bewährter Form in unserer Board Lounge Themen aufgreifen. Für die, die heute das erste Mal an unseren Veranstaltungen teilnehmen. Normalerweise treffen wir uns in einem analogen Setting mit, ich sag mal, 15 bis 18 Teilnehmern in einem intimen Austausch. Corona gibt uns heute neue Spielregeln mit. Was ist die Board Lounge? Die Board Lounge ist ein gemeinsames Format von dem Rotonda Business Club und der Board Academy. Und wir würden gerne die Zielsetzung verfolgen, die Boardarbeit ein Stück weit zu verbessern, den Austausch zu fördern und ein Stück weit die Professionalisierung zu unterstützen. Und das machen wir nicht nur hier in Düsseldorf, sondern bundesweit in 8 Städten mit dem Ziel Austausch, Impulse und Vernetzung. Heute, wie gesagt, mit besonderen Spielregeln, die uns Corona so ein Stück weit vorgeben. Wenn Sie Fragen an unseren heutigen Gast oder an das Format haben, sind Sie herzlich eingeladen, diese einfach per Chat oder Mail an unsere liebe Kollegin aus der Regie weiterzuleiten. Wir würden diese dann aufgreifen. Ich bekomme die hier auf mein Gerät und könnte diese im Verlauf der Veranstaltung dann auch stellen. Ein Satz noch zum Rotonda Business Club. Wir beschreiben uns als Business Club des 21. Jahrhunderts und unterstützen eine aktive Vernetzung unserer Mitglieder und und versuchen das halt auch in solchen Formaten. An dieser Stelle noch herzlichen Dank an den lieben Guido Happel, der ja heute nicht hier sein kann. Vielen Dank für die gemeinsame Organisation. Ja, genug der Vorworte. Heute haben wir hier Thomas Schmidt. Vielen Dank, dass du hier bist. Thomas, Jahrgang 71, wie ich der Webseite entnommen habe, seit 2019 Vorsitzender des Haniel-Vorstands und Arbeitsdirektor und ich sag mal so aus dem Geschäftsbereich CWS emporgekommen, wenn ich das richtig verfolgt habe, aber vorher auch bei GE internationale Erfahrung gesammelt und schön, dass du heute Abend bei uns bist. Als ich mir das so angeschaut habe, bevor wir vielleicht zu Haniel kommen, hatte ich gesehen, sehr internationaler Werdegang und auch so ein bisschen Prägung von GE und Haniel ist so für mich so der Inbegriff des Familienunternehmertums. Wie kam es dazu oder ist das dann doch schon so international bei Haniel, wie man das vielleicht als Außenstehender gar nicht so vermuten lässt? Vielleicht magst du da ein, zwei Sätze zu sagen. Klar. Uwe, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Ich freue mich auf den Austausch über die nächste Stunde oder wie lange wir auch Zeit haben und vor allem hoffentlich auch auf Fragen und den Dialog. Wie kam es zu Haniel? Zufall, wirklich reiner Zufall. Mir wurde ein Gespräch mit Herrn Haniel empfohlen. Das war, ich glaube, 2015 oder 2016. Und diejenigen, die Herrn Haniel schon mal getroffen haben, extremst charmanter Mann. Und der hat mich dann in seinen Bann gezogen und mich dann zu Gesprächen überredet. Und so kam es, dass ich nicht nur Herrn Haniel, sondern die ganze Familie oder viele aus der Familie kennengelernt habe, eine tolle Familie und mich dann immer mehr für die Aufgabe begeistern konnte. Ich glaube, die wichtige Frage ist, warum Haniel? Und auf der einen Seite war mir nach den Gesprächen klar, dass ich einen Beitrag leisten kann mit meiner Erfahrung, vor allem der operativen Erfahrung, der internationalen Erfahrung, aber auch bei GE dieser leistungsbezogenen Unternehmenskultur, die ich mitgebracht habe. Und auf der anderen Seite, und es ist mir persönlich auch immer ganz wichtig, war mir klar, dass ich mich auch persönlich nochmal weiterentwickeln kann in einem deutschen Unternehmensumfeld, das ich einfach so nicht kannte. Und den Ausschlag hat für mich gegeben, dass ich nach 20 Jahren US-amerikanischen börsennotierten Unternehmen einfach mehr hinterlassen wollte als ein gutes Quartalsergebnis. Mhm. Und ich glaube, das ist nicht nur bei Haniel, das ist bei vielen mittelständischen, familiengeführten Unternehmen, aber das ist vor allem bei Haniel möglich und deswegen habe ich mich für Haniel entschieden und es nie bereut. Umso, wir werden ja heute ein bisschen tiefer da einsteigen, genau auf das Thema, was du gerade schon so ein bisschen angerissen hast. Aber es war für mich auf jeden Fall sowas zu sagen, weil ich habe selber in den USA gearbeitet und kenne die, ich sag mal, die Mentalität, die da auch sehr starke Kennzahlenorientierung dort. Und da fand ich es umso spannender für einen, der aus so einer Welt kommt, quasi dann den Sprung zu Haniel und wo ich dann doch ein Stück weit was anderes vermute, aber das werde ich ja heute ein Stück weit auch lernen. Ist für beide Seiten nicht einfach, ne?
Gut, wir haben uns vorgenommen, heute über einige Themen zu sprechen. Natürlich über Corona müssen wir auch sprechen, aber insbesondere auch über den Begriff enkelfähig, den ihr euch ja auf die Fahnen geschrieben habt, auch schon länger, und wie dieser zu interpretieren ist, und schlussendlich auch über das Thema Board. Und wir haben aber gedacht, vielleicht ein ganz guter Einstieg wäre zu sagen, für die, die Haniel noch nicht so gut kennen, da vielleicht einfach mal eine kurze Intro zu geben, zu sagen, was ist Haniel, wofür steht Haniel, und auf Basis so einer kleinen Intro vielleicht dann die Diskussion zu starten. Ja, genau. Also von daher, wir haben eine kleine Präsentation vorbereitet. Ja, Thomas. Ja, danke dir. Vielleicht, bevor wir auf die einzelnen Folien eingehen, Haniel natürlich eines der ältesten Unternehmen Deutschlands, 1756 gegründet, also 264 Jahre alt, immer noch zu 100% in Familienbesitz. Das finde ich extremst spannend. Wir haben um die 700 Gesellschafter und tatsächlich 1100 Familienmitglieder inzwischen in der 9. und der 10. Generation, also sehr, sehr spannend. Und Haniel seit den Anfängen im 18. Jahrhundert eigentlich immer ein Pionier. Zeigen wir gleich auch nochmal, das ging los. Geführt von einer Frau übrigens, Aletta Haniel, die mit Kolonialwaren angefangen hat und heute, würde man sagen, ganz am Anfang das Portfolio schon ausgerichtet hat und in Eisenwaren eingestiegen ist. War damals ganz, ganz neu, hat den Trend gesetzt, war wirklich eine Pionierin. Der Franz Haniel hat tatsächlich den Kohleabbau ermöglicht, hat die Mergelschicht durchbrochen, Fettkohleabbau. Darauf beruht die Industrialisierung, nicht nur hier im Ruhrgebiet Deutschlands, europaweit. Und so hat sich das fortgesetzt, die ersten Investoren in Cash and Carry Modell, was heute die Metro natürlich ist, Pharmagroßhandel. Also Haniel als Unternehmen und Familie immer Pioniere. Über die 264 Jahre hinweg. So, jetzt sind wir die letzten 20 Jahre dann ein bisschen vom Weg abgekommen und waren nicht so erfolgreich, wie wir uns das vorgestellt haben. Und wir haben für uns so dann gesagt, als auch klar war, dass ich übernehmen darf 2019, wir sind an einem Wendepunkt angekommen für das Unternehmen. Wir mussten sicherstellen, dass wir diese Tradition nach vorne natürlich fortsetzen, und dieser Wendepunkt ja nicht nur bei uns im Unternehmen, sondern auch, als wir uns das angeguckt haben, auch in der Gesellschaft. Wenn wir uns gerade so Umweltthemen angucken, Klimawandel, Temperatur natürlich ein Thema, da sind wir auch in einem Wendepunkt, und für uns kommen diese zwei Themen zusammen. Also Umweltthemen, Klimathemen, Bevölkerungswachstum und dann natürlich auch die fehlende Performance im Unternehmen, sodass wir uns Anfang 2019 mit unseren Gesellschaftern zusammengesetzt haben und mit vielen Leuten aus dem Unternehmen und gesagt haben, wo geht die Reise denn hin? Und gestatte doch eine Frage an der Stelle, wenn man hört 700 Gesellschafter, das ist ja schon auch ein Wort. Wie stark sind die noch, ich sag mal, mit Haniel identifiziert? Ist das so eine Beteiligung, die man halt geerbt hat, oder ist da so ein aktives Nachverfolgen? Ist man nah dran an den Themen? Gibt es da Rückfragen? Gibt es da Dialoge? Jetzt so für einen Außenstehenden vielleicht nicht ganz so einsehbar. Aber es wäre nochmal so ganz spannend zu sagen, wie auch noch diese Familienprägung da ist. Ne? Also insbesondere, wenn dann von Hanni selber angesprochen wird, wie jetzt bei dir. Ne? Ja, also die Familie ist natürlich präsent. Wir haben einmal im Jahr eine Gesellschafterversammlung, die leider natürlich in diesem Jahr ausgefallen ist mit Corona. Und dann haben wir natürlich verschiedene Gremien. Wir haben das Beiratsgremium, das die Familieninteressen vertritt. Da sind alle Familienstämme auch vertreten. Da sind über 30 Leute in dem Gremium. Wow. Und dann haben wir auf der Unternehmensseite natürlich einen Aufsichtsrat, aber nochmal einen engeren Familienzirkel mit zwei externen Mitgliedern, die uns als Unternehmen beraten. Also extremst gut organisiert. Das macht die Familie toll. Auch wenn das natürlich nicht immer eine Meinung ist, geht auch nicht bei 700 Leuten, aber ich bin immer wieder überrascht, wie gut die Familie organisiert ist, wie sehr sie das Unternehmen unterstützt und wie sie sich für das Unternehmen interessiert. Und das war schon auch eine Frage, wenn wir zur Ausrichtung kommen, ganz am Anfang, als wir unsere Performance uns angeguckt haben, und wir waren, wie gesagt, nicht erfolgreich die letzten 20 Jahre, wir haben Wert vernichtet. Die Frage war, wollen wir es anlegen über einen Fonds oder wollen wir unternehmerisch tätig sein? Und das Feedback von der Familie ist extremst klar, unternehmerisch tätig sein. Warum? Das hat eine höhere Bindung für die Familienmitglieder. Das kann man sich angucken, das kann man verstehen, das kann man wirklich auch, da kann man mitreden, und da kann man auch positive Beziehungen
zu entwickeln. Das war ein großer Teil der Ausrichtung und so kam er eben zu diesem Thema enkelfähig als zukünftige Ausrichtung ist falsch, Auftrag. Und das haben wir auch ganz bewusst so mit der Familie definiert. Wenn wir vielleicht auf die nächste Seite springen, da haben wir das mal kurz aufgezeigt. Enkelfähig und die offizielle Tagline ist Wert schaffen für Generationen. Aber vielleicht ganz kurz, was heißt für uns enkelfähig? Wir als Unternehmen, wir wollen den Nachweis erbringen, dass wir überdurchschnittlich wirtschaftlich erfolgreich sein können. Denn sonst können wir das Unternehmen nicht weitergeben. Wirtschaftlich überdurchschnittlich erfolgreich, indem wir Gutes tun. Und Gutes tun kommen wir gleich nochmal dazu, an der lebenswerten Zukunft bauen. Denn heute ist es ja immer so eher, entweder ich baue eine lebenswerte Zukunft oder ich verdiene gutes Geld. Mhm. Wir sagen, wir treten den Nachweis an, dass beides möglich ist. Und das wollen wir natürlich tun, indem wir es auf die richtige, auf eine Compliance-konforme Art und Weise tun. Aber das ist unsere Definition von enkelfähig. Mhm. Und es muss funktionieren für die heutige Generation, denn wir haben eine Familie mit 700 Gesellschaftern. Es muss aber auch funktionieren für die nächste und übernächste Generation. Und das ist die Definition von enkelfähig. Also ganz wichtig, nicht sowohl als auch, sondern gerade dessen. Ja, also ja. Das geht Hand in Hand. Und gleichzeitig aber auch Gutes tun. Ne? Das ist ja auch immer eine Frage, was ist genau gut? Ja. Habt ihr da auch nochmal Leitlinien für entwickelt, zu sagen, was ihr als gut definiert? Ja, haben wir natürlich. Wir übersetzen das Ganze, wenn wir sagen enkelfähig, wie kommen wir denn dahin? Dann heißt es natürlich für uns, wir müssen das Portfolio überarbeiten. Und wir sprechen von nachhaltigen Geschäftsmodellen, die sich für eine lebenswerte Zukunft einsetzen. Und wir übersetzen das in People, Planet, Progress. Zeigen wir, glaube ich, gleich eine Folie dazu und können wir auch ein bisschen drüber sprechen, was das konkret heißt. Also Portfolio überarbeiten, unseren Führungsansatz verändern, aber dann natürlich auch unsere Unternehmenskultur weiterentwickeln, denn wir waren eben nicht erfolgreich, das heißt, wir können nicht gerade so weitermachen. Das sind die drei Bausteine, Portfolio, Führung, Unternehmenskultur und die haben wir sehr genau natürlich uns angeguckt und im Detail bearbeitet und so gehen wir das Ganze im Moment an. Klar, ja, haben wir definiert. Spannend. Und das geht weiter. Wenn ich da noch kurz ausholen darf, wir sind ja eine Investment Holding. Uns gehören heute 7 Geschäftsbereiche in der Mehrheit und wir sind investiert noch zusätzlich bei Mediamarkt Saturn, sind wir der größte Investor oder Aktionär und auch noch bei der Metro. Das heißt, wir sind interessiert, neue Geschäftsbereiche zu kaufen und wir haben tatsächlich, wie wir das nennen, eine Future Worth Living These. Mhm. Also bevor wir uns entscheiden, uns überhaupt Unternehmen anzugucken, müssen die Unternehmen diesen Test bestehen. Passt es wirklich zu unserem Anspruch der lebenswerten Zukunft? Und das sind so 2 Komponenten. Das eine ist lebenswerte Zukunft. Also ich kann natürlich ein Unternehmen kaufen, das sich um gesunden Schlaf kümmert. Damit trifft es unser People, Gesundheit und Wohlbefinden. Das heißt aber nicht, dass das Unternehmen nachhaltig ist. Mhm. Also das kann unser Matratzenbezugshersteller Baker Desley sein. Die sind wirklich innovativ, ermöglichen guten Schlaf, aber setzen Kunststoff ein. Das heißt, jetzt habe ich lebenswerte Zukunft. Wie kann ich das Ganze nachhaltig gestalten? Und da sind wir jetzt dran, eben die Matratzenbezüge mit recyceltem Kunststoff zu ersetzen oder anderen abbaubaren Kunststoffen zu ersetzen. Das muss immer dieser Zweiklang sein, nachhaltig und lebenswert. Und das heißt, im ersten Aufschlag könnte es unter Umständen sein, dass der Nachhaltigkeitsaspekt noch nicht, ich sag mal, zu 100% erfüllt ist. Ich meine, bei welchem Unternehmen ist das heute der Fall? Das ist ja auch eine, wenn man das, diesen Anspruch zu 100% umsetzen will, eine enorme Aufgabenstellung. Aber gleichzeitig ein Stück weit nachvollziehbar zu sagen, wenn wir uns neue Unternehmen anschauen, dann müssen sie immer diese These erfüllen, weil man könnte ja auch argumentieren, Waffensysteme schaffen Sicherheit und Sicherheit sichert eine gute Zukunft und damit hätte man die Berechtigung, Gutes zu tun. Ich kenne das aus dem Bereich des Impact Investings, wo wird immer die Grenze gezogen? Ja, ist ein Finanzdienstleister, der Mikrokredite in Afrika ermöglicht, tut der Gutes? Oder maximiert er auch nur seinen Umsatz? Ja, also das finde ich eigentlich eine ganz spannende Diskussion, ne, zu sagen, wie differenziert man das? Super spannend und ich gebe ein gutes Beispiel, wo wir lange diskutiert haben. Wir haben hier unsere Future Worth Living 5 Schubladen und natürlich die 1 ist, das sind die Verbotsausschlussfelder. Natürlich machen wir keine Waffengeschäfte oder Kriegsgerät. Das ist, glaube ich, die einfache Diskussion. Wir kamen an den Punkt,
Bio-Lebensmittelzusatz, das aber hauptsächlich in die Massentierhaltung geht. So, was machen wir da? Mhm. Und wir haben uns dagegen entschieden. Okay. Super spannendes Unternehmen, Weltmarktführer, stand zum Verkauf, haben wir uns dagegen entschieden. Da war aber Massentierhaltung nicht unterstützen wollen, das passt nicht zu unserem Bild der lebenswerten Zukunft. Mhm. Und da wird es dann ganz konkret. Ich glaube, man kann nicht alle Fälle vorher schon definieren, aber wir setzen uns als Teil des Prozesses ganz am Anfang damit auseinander, ob wir wirklich uns für ein Unternehmen interessieren wollen oder nicht. Und das ist eben dieser Future Worth Living Ansatz, den ich gerade beschrieben habe. Und es ist spannend. Elektromobilität, möchte ich mich da einbringen, ja oder nein? Und dann kommen wir relativ schnell zum gesamten Lebenszyklus, was da für einen Fußabdruck dann wirklich hinterlassen wird, ob das positiv oder negativ ist. Da muss man ein bisschen tiefer reingehen. Also hochspannend, finde ich einfach. Finde ich ganz spannend, dass man halt, weil ich glaube es halt auch, man muss es Fall zu Fall sich ja genau anschauen, weil man in jedem Geschäftsmodell oder bei sehr, sehr vielen Produkten dann immer noch einen Aspekt findet, wo man kritisch drauf schauen kann, ob es dann seltene Erden bei Batterien sind, ja. Wo fängt man an, wo hört man auf und dann quasi auch dazu eine ausgewogene Entscheidung zu kommen, ja, das passt jetzt in unseren Mix oder nicht. Ja. Ist so. Okay. Soll ich da mal weitermachen? Ja, gerne. Mhm. So, ich das. Sorry, da ist so reingesprungen. Ja, nö, alles gut. Aber gucken wir, dass wir die Neugier, ja, genau. Dass wir die Charts hinter uns kriegen. Ja. Also enkelfähig habe ich erklärt, wo wir hinwollen. Überdurchschnittlich wirtschaftlich erfolgreich und das Richtige tun, wie wir es gerade beschrieben haben, lebenswerte Zukunft. Jetzt ist es eine relativ lange Transformationsreise, auf die wir uns begeben. Fühlen uns aber gut. Ich habe das erklärt, wenn man auf die nächste Seite guckt. Das zeigt nur ganz kurz, wie sich Haniel immer wieder neu erfunden hat. Pionier, ich habe es vorhin beschrieben, seit den ersten Jahren. Übrigens auch Pionier, das habe ich nicht erzählt. Haniel hat bereits 1917 Familie und Management getrennt. Kapital und Management. 1917? Vor 103 Jahren. Wow. Seitdem hat die Familie nicht mehr das Unternehmen geführt und heute darf nicht mal mehr jemand ein Praktikum im Unternehmen machen. Das heißt, die Familie ist durch die Gremien dabei, aber das Unternehmen wird komplett extern geführt und war auch hier in dem Bereich ganz klar ein Vorreiter. Also das Unternehmen hat sich immer wieder neu erfunden. Deswegen macht die Arbeit nicht nur Spaß, deswegen sind wir auch sehr zuversichtlich, dass wir diese Neuausrichtung auch wieder erfolgreich umsetzen können. Auf der nächsten Folie sieht man das, was ich vorhin nochmal beschrieben habe, diese drei strategischen Bausteine, an denen wir arbeiten. Wir müssen natürlich unser Portfolio umbauen, damit es auf dieses People, Planet, Progress, diese 3P auch einzahlt. Die werde ich gleich nochmal beschreiben. Wir brauchen einen neuen Führungsansatz. Wir waren zu weit weg. Wir haben die Unternehmen sich selber überlassen. Wir haben den Anspruch, dass wir eigenständige Geschäftsbereiche haben, aber wir wollen eine gemeinsame Unternehmenskultur. Wir wollen ein gemeinsames, wir nennen das Operating System, einen Rahmen, wie wir Dinge umsetzen. Das ist unser Haniel Operating Way, also unser Führungsansatz. Und wir wollen die Unternehmenskultur weiterentwickeln und da einfach auch wieder unternehmerisch herangehen, dynamisch herangehen, leistungsorientierter auch an die Themen herangehen. Das sind die drei Blöcke, die wir angehen. Und vor allem dieser Block Portfolio auf der nächsten Seite, wenn wir uns den angucken, das ist die Ausrichtung, die ich beschrieben habe. Wir werden uns an Unternehmen beteiligen, beziehungsweise viele von denen wir heute haben, die passen da auch schon rein in den Säulen People. Da geht es wirklich um Gesundheit und Wohlbefinden, wo wir uns Kliniken angucken, Labore, Medizin, technische Geräte. Dann haben wir das Thema Planet. Natürlich, wie können wir unseren Planeten in einem guten Zustand an unsere Kinder und Enkelkinder übergeben? Das heißt, da gucken wir uns an Recyclingwirtschaft, Kreislaufwirtschaft, wie unser CBS-Geschäft, ist ein ganz wichtiger Beitrag. Und so engagieren wir uns hier. Und dann haben wir noch Progress, wo wir natürlich Innovation fördern wollen und auch Wohlstand fördern wollen. Da gucken wir uns hauptsächlich die Themen Robotics und Automatisierung heute an als Hauptsuchfelder. Und das tun wir im Kerngeschäft mit reifen Geschäftsbereichen. Reif heißt für uns, die über 100 Millionen Umsatz machen, die über vielleicht 10 Millionen operatives Ergebnis machen und einen kleinen Teil, aber auch bei kleineren Unternehmen, jüngeren Unternehmen, Wachstumsunternehmen. Wir haben letztes Jahr entschieden, dass wir 500 Millionen einsetzen als Wachstumskapital und da hauptsächlich über Fonds in jüngere Unternehmen investieren. Warum?
um uns strategisch da auch zu positionieren. Das heißt, wir investieren nur in Fonds, die wirklich wieder People, Planet, Progress unterstützen, um uns strategisch zu positionieren, aber auch um eine Pipeline natürlich aufzubauen. Denn diese stark wachsenden Unternehmen kommen dann natürlich früher oder später auf den Markt, sodass wir sie bei uns im Kernportfolio sehen wollen. So gehen wir das Thema People, Planet, Progress im Portfolio an. Ja, ganz spannend, weil über den Fonds natürlich dann auch ein bisschen eine Breite entsteht, wo man auch viele Dinge früh mitbekommt. Und so ist es. Ja, spannend, nachvollziehbar. Also das ist das Thema Portfolio. Auf der nächsten Seite sehen wir das Thema Führung. Das habe ich angesprochen. Unser Haniel Operating Way, How, natürlich auf Englisch wie, deswegen haben wir so gewählt, wie wir unser Geschäft führen wollen. Das ist einfach ein Rahmen, den wir vorgeben. Das sind gemeinsame Sprache, das sind gemeinsame Werkzeuge und Prozesse, die wir da standardisieren. Und das erhöht einfach die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg. Ich bin bei GE, ich sage mal, groß geworden, aufgewachsen beruflich. Und GE hat ein ganz starkes Operating System, das heißt, es war wie auf der Autobahn. Es gab links und rechts Leitplanken, man konnte da kaum von abkommen und damit konnte man sich auf die wichtigen Themen, die inhaltlichen, die unternehmerischen Themen konzentrieren und es macht ein gutes Operating System und das versuchen wir hier auch einzuführen. Das ist ein ganz wichtiger Baustein und das räumen wir oder haben wir schon über die ganzen Geschäftsbereiche hinweg ausgerollt. Und dann haben wir noch unseren dritten Punkt, das ist unsere Kultur. Das sehen wir auf der nächsten Seite, da sehen wir nochmal unsere gute Aletta, eine unglaubliche Frau, ich habe es vorhin gesagt, die im 18. Jahrhundert das Unternehmen umgebaut hat, die für ihre Söhne Franz und Gerhard für die damalige Zeit eine ganz, ganz moderne Erziehung vorgesehen hat. War auch nicht üblich, dass eine Frau ein Unternehmen geführt hat, sondern wieder geheiratet hat. Und diese Vielfalt ist natürlich Teil unserer DNA und Vielfalt ist eine Diskussion, die wir heute auch haben. Und das ist auch, wenn wir die nächste Seite noch kurz angucken, wenn wir über die Unternehmenskultur sprechen, Vielfalt muss und wird ein Teil davon sein. Wir finden das wichtig, nicht nur aus Fairness und Gleichberechtigungsgründen, das ist natürlich auch ein Thema, aber eher aus Leistungsgründen. Wir wissen, eine Transformation wird nur mit einer vielfältigen Organisation gelingen. Deswegen ist uns das Thema Vielfalt ganz, ganz wichtig. Und ja, wir haben jetzt eine Quote. Ich war nie ein Freund der Quote, aber ich glaube, so habe ich zumindest das deutsche Umfeld jetzt kennengelernt, ohne geht es leider nicht. Und für uns ein ganz wichtiger Baustein. So viel zur Vielen Dank. Übersicht. Vielen Dank, lieber Thomas, für diesen Überblick. Ich finde es nochmal ganz hilfreich, wenn wir jetzt die Fragen diskutieren, zu sagen, überhaupt mal zu wissen, in welchem Kontext das Ganze irgendwie stattfindet. Wir hatten ja die Veranstaltung angekündigt. Einige Fragen haben mich schon vorher erreicht. Wenn Sie jetzt während der Sendung, so sage ich jetzt mal, weitere Fragen haben, gerne weitergeben an die liebe Kollegin. Sie wird mir dann hier weitergeben. Ich habe hier einige Fragen schon vorbereitet, die wir vorab bekommen haben. Und da würde ich natürlich, wir sind in Corona-Zeiten, wir kommen nicht drum rum, auch darüber kurz zu sprechen. Und vielleicht jetzt erstmal bei dir persönlich, als es jetzt im März losging, wie bist du damit umgegangen? Was hat es bei dir ausgelöst? Du bist wahrscheinlich sonst auch viel unterwegs und zumindest war es bei mir so, ich war auf einmal so ein lame duck, viel an einem Ort. Wie war es bei dir? Wie bist du mit Corona umgegangen? Wie hat es dich betroffen? Stark. Ich war die Woche vorher Skifahren in Österreich. Da wird man leicht nervös. Ja. Ja, wir sind tatsächlich alle krank zurückgekommen. Ich war gleich krank. Ich hatte tatsächlich Corona und habe das gleich zu Anfang in der zweiten Märzwoche dann auch ausgelebt, sozusagen. Ja. Keine schöne Zeit. Ich bin da normalerweise nicht anfällig. Ich war tatsächlich 2 Wochen krank und flach gelegen, wurde damals nicht getestet. Das war ja noch ganz am Anfang. Da waren die Kapazitäten gar nicht da. Ich war keine Risikogruppe. Wir wussten nicht, dass ich war in St. Anton, dass das überhaupt ein Hotspot war. Deswegen wollte mich keiner testen. Ich habe das jetzt erst nachgeholt vor einem Monat oder vor 6 Wochen. Ich habe tatsächlich die Antikörper. Also ich habe Corona tatsächlich dann auch im März schon. Wie viele ja immer auch vermuten in den Medien zu sagen, dass es ganz, ganz viele Fälle gab, die gar nicht in diese Statistiken eingeflossen sind. Absolut. Ja, okay. Aber ich glaube, das war nicht deine Frage. Ne? Nein, aber ich wusste es jetzt nicht, aber trotzdem, noch mehr kann es ja eigentlich nicht betreffen. Also wenn man dann selber direkt positiv ist. Ja, hat ein bisschen gedauert, bis ich darüber weg war.
hat sehr viele positive Aspekte gehabt, denn ich war 2 Wochen aus der Firma weg und bis ich zurückkam, war das ganze Krisenmanagement organisiert, war super. aber davon, ein fantastisches Team, ja, sehr gut. Ja, also das hat einen positiven Aspekt gehabt. Ne? Ich fange mal mit den persönlichen an. Also die Ruhe habe ich extremst genossen, das nicht mehr unterwegs sein. Ich nenne das, ich mag Work-Life-Balance nicht gern. Für mich ist es immer Work-Life-Integration. Und die Integration war natürlich sehr viel einfacher, von zu Hause aus arbeiten, wie wir das alle damals gemacht haben. Gesünder ernähren, mehr Sport treiben, viel gearbeitet. Ich glaube, das hat jeder von uns, ständig vor Videokonferenzen, aber trotzdem früher zu Hause gewesen. Mehr Zeit gehabt, fand ich extrem gut. Der positive Effekt im Unternehmen war, und es war kein Scherz, nachdem ich weg war, war das aufgegleist, was das Krisenmanagement anbelangt. Ich bin zurückgekommen und habe mich dann hauptsächlich auf die Möglichkeiten fokussiert. Welche Möglichkeiten bietet Corona für unsere Geschäftsbereiche, uns vom Wettbewerb abzusetzen? Und es war für mich auch ein positiver Aspekt. Von daher habe ich da viel Positives mitgenommen und da müssen wir auch an vielen beibehalten. Ich fand, die Diskussionen in Meetings sind sehr viel kürzer, mehr auf den Punkt, und wenn sich das durchsetzt, ich glaube, dann wäre das gut. Hat ein paar negative Aspekte. Ich glaube, die kommen für mich zumindest jetzt so gerade erst durch. Wir sind mitten in der Transformation. Mhm. Tagesgeschäft ging sehr gut. Transformation, wo man sich auch mal reiben muss und vielleicht auch mal einen Flipchart muss. Das ging leider nicht und da haben wir ein bisschen die Abstimmung verloren. Das merke ich jetzt. Das hat uns nicht gut getan und da müssen wir noch mal ran. Und wir sind jetzt wieder zurück in eine Projektorganisation, wo uns die Abstimmung verloren gegangen ist. Also von daher hat es einige Nachteile gehabt. Ich würde gerne natürlich auch mehr Sport machen. Ich würde gerne, ich liebe Fußball, ich würde gerne Fußball gucken im Stadion. Das geht mir schon ab. Und natürlich das Treffen, Essen gehen, finde ich fürchterlich, dass es nicht möglich ist. Ja, vielen Dank für diese Einblicke. Auch ganz spannend zu sagen, dass du relativ schnell sagst, auf das Positive, also wo ist die Chance, ja, zu sagen, jetzt nicht zu sagen, aber die Welt ist gegen uns und alles ist schlecht, sondern quasi relativ schnell zu sagen, ergeben sich daraus Market Opportunities, die wir vielleicht nutzen können, ja. Aber trotzdem, du hast ja auch eine ziemlich große Organisation, die du führst. Und da stellt ja schon auch, dass man relativ schnell neue Formen der Zusammenarbeit etablieren muss. Du hast jetzt gerade schon mal 2, 3 Sachen angedeutet, in einem schon bestehenden Team digital zusammenzuarbeiten von Leuten, die sich kennen. Das klappt dann relativ schnell. Die Erfahrung haben wir alle gemacht. Und jetzt gerade bei Change, kritische Themen, kann man in der Kamera vielleicht nicht so besprechen, kann ich vielleicht nicht erleben mit dem Raum. Ne? Das sind natürlich Aspekte, die da sind. Gab es denn bei euch innerhalb, ich sage jetzt mal, nicht nur dich, du hast ja schon gesagt, das Krisenteam hat ja schon alles organisiert. Gab es so ein paar Major, also größere Schritte, die ihr verfolgt habt, zu sagen, um Haniel arbeitsfähig zu halten, Dinge sicherzustellen? Einige haben Teams gebildet, die einen dürfen nur dann und dann ins Office. Wie seid ihr damit umgegangen, Mert? Ja, genau so, wie du es beschreibst. Wir hatten gleich ein Krisenteam gebildet. Wir haben das dann runtergebrochen auf die Abteilungen. Die haben festgelegt, wer wann kommen kann. Und dann war ja nach kurzer Zeit, waren dann alle auch zu Hause. Wir hatten ein bisschen Glück gehabt, denn wir sind natürlich in die Transformation eingestiegen und Ende 2019 haben wir ein sogenanntes Fitnessprogramm aufgelegt, weil wir die ganzen Geschäftsbereiche ertüchtigen wollten. Das heißt, als Corona losging, andere Unternehmen mussten sich erst darauf einstellen. Wir waren schon in einem Dialog mit unseren Geschäftsbereichen, haben unsere Geschäftsprozesse schon überarbeitet, haben dann die Governance nochmal angezogen. Ich habe ja gesagt, eigenständige Geschäftsbereiche. Und dann haben wir sofort die Zügel an uns genommen, haben Cash anders gemanagt, um sicherzustellen, dass wir durchkommen. Ich erinnere mich, im März und April, keiner wusste, wie es ausgeht. Richtig. Die erste Forecast, die waren natürlich alle Katastrophen. Jeder hat geguckt, dass wir Cash auch zur Verfügung haben. Und das hat extremst gut geklappt. Und wow, super. Das Zweite, wo ich sagen muss, und das beeindruckt mich heute noch, wir hatten dann relativ schnell auch über Gehaltsverzicht gesprochen. Und das war freiwillig. Wir hatten angefangen, die Mitarbeiter haben nachgezogen in der Holding, in den Geschäftsbereichen. Und das hat eine Lawine ausgelöst. Die Familie Haniel hat dann mitgemacht, freiwillig. Und wir hatten einen Corona-Hilfsfonds für unsere Mitarbeiter, die ja besonders betroffen sind, aufgesetzt. Und wir hatten innerhalb kürzester Zeit 1 Million eingesammelt. Wow. Und da zählen wir heute noch von.
Also diese Hilfsbereitschaft und das Zusammenstehen war schon beeindruckend. Also das war auch so ein positiver Aspekt der Corona-Zeit. Finde ich auch wirklich beeindruckend. Man sieht ja auch Firmen, die andere Wege gewählt haben, damit umzugehen. Und das hilft ja dann auch in so einer kritischen Zeit, gibt es ja die Chance, dass entweder alles auseinanderbricht oder dass man zusammenwächst. Ja. Und das scheint ja dann eher zu Zusammenwachsen zu führen. Letzter Punkt zum Thema Corona. Ja. Jetzt ist ja auch Geschäftsplanungszeit gewesen oder läuft gerade aktuell noch. Da ist das nächste Jahr natürlich schwierig zu planen. Wie richtet ihr euch jetzt auf das nächste Jahr ein? Impfungen sollen ja kommen. Man rechnet vielleicht eher mit Entspannung oder eher noch mit Wellen. Wie habt ihr euch da auf das nächste Jahr eingestellt? Ja, also grundsätzlich, wir haben 7 Geschäftsbereiche, die sind natürlich extremst unterschiedlich. Wir haben jetzt ein paar, die profitieren von Corona. Eine CVS im Hygienebereich profitiert natürlich noch. Die haben ein super gutes Jahr. Wir haben Rovema, Nahrungsmittelverpackung, verpackte Nahrungsmittel profitieren. Okay, verstanden. Wir haben Emma gekauft mit Online-Vertrieb von Matratzen. Die gehen durch die Decke. Mhm. Also wir haben ein paar Geschäftsbereiche, die profitieren. Wir haben andere, die leiden extremst. Wir sind im Recycling-Bereich. Da ist der Absatzmarkt die Flugzeugindustrie. Oh, ja, okay. Das läuft nicht gut. Das läuft überhaupt nicht gut. Das heißt, das ist erstmal die Grundlage. Die Geschäftsbereiche sind sehr unterschiedlich unterwegs. Wir haben als Planungsannahme getroffen, dass wir im 4. Quartal 2021 wieder auf dem Vor-Corona-Niveau sind und vom jetzigen Plateau hochlaufen. Und das haben wir als Grundlage für den Businessplan genommen. Jetzt muss ich sagen, die Erholung im September und Oktober war gut. Ich habe gesagt, wir sind grundsätzlich gut durchgekommen. Wir hatten jetzt im Oktober den besten Monat überhaupt und waren dann nah am Budget. Und das Budget war sehr ambitioniert, also dem ursprünglichen Budget für 2020. Das hat mich jetzt überrascht, wie schnell die Erholung doch vonstatten ging. Jetzt gucken wir mal, was passiert im November, Dezember. Aber wir planen ohne weiteren Lockdown, sondern von hier hoch bis auf Vor-Corona-Niveau Ende 2021. Ganz spannend. Wir haben ja auch bei uns im Club sehr viele Diskussionen zu sagen, wie stellt man sich darauf ein. Und da gibt es natürlich einige Bereiche, die fatal getroffen sind, wie Messebauer oder sowas, wo auch nachhaltig ein Gamechanger da ist, wird es Messen so geben noch in Zukunft. Ja. Aber durchweg viele beantworten diese Frage sehr positiv fürs nächste Jahr. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie sich das weiter darstellen wird. Ist abhängig vom Geschäftsbereich. Ne? Also klar. Wenn wir uns dann EEG-Bereich mit Flugzeugbau angucken, dann sagen wir nicht vor 25, dass wir da die Erholung sehen, und andere wie CWS sind wir schon da. Also, aber über den Durchschnitt, über den Daumen gepeilt, Ende 21 sind wir als Gruppe wieder da, wo wir vorher waren. Vielen Dank erstmal zum Thema Corona. Ja, jetzt würde ich gerne nochmal stärker auf das Thema enkelfähig eingehen, den ihr ja auch im englischsprachigen Raum als Begriff gewählt habt, der ja irgendwie auch der Inbegriff vieler Familienunternehmer ist, zu sagen, es gehört nicht mir, ich bewahre es quasi nur für die nächste Generation auf, der da mit reinkommt. Ich habe nochmal so ein bisschen recherchiert, auch auf eurer Webseite. Fand da so 2 Kernfragen, die ich eigentlich ganz spannend fand. Wie verändern ökonomische Entscheidungen die Welt, in der wir leben, und die der Generation, die nach uns kommen? Ja, also wirklich dieser Blick nach vorne. Und dann kam so ein bisschen GE wahrscheinlich durch. Und welchen Beitrag kann jeder Einzelne durch sein individuelles Handeln leisten, um genau da irgendwie hinzukommen? Und jetzt war so für mich so ein bisschen die Frage zu sagen, wie kann sich das übersetzen? Du hast gerade eben schon mal so ein bisschen, ich sag mal, die Instrumente angedeutet, den Operating Way. Aber es ist ja dann immer die Kunst, quasi das genau in das Handeln, quasi nicht nur auf Management-Ebene, sondern bis in die einzelnen Bereiche durchzuführen. Und da würde mich ganz mal konkret interessieren zu sagen, ja, wie diffundiert das dann wirklich bis runter in die Teams, die sich dann auch ein Stück weit mit so einer Aufgabe ja nachher identifizieren müssen, um dann, ja, also selbst irgendwie auf unterster Teamebene muss das ja ein Stück weit ankommen. Ja. Und da würde mich so ein bisschen interessieren, welchen Weg ihr da einschlagt, um die Leute da entsprechend in diese Richtung mitzunehmen auf die Reise, damit sie das ein Stück weit nachvollziehen und in ihr Handeln übersetzen können. Also ich glaube, das hat viele Facetten natürlich. Den ersten Schritt, den wir gemacht haben, den ich extremst wichtig finde, ist tatsächlich dieses enkelfähig. Und das haben wir zusammen mit den Mitarbeitern und der Familie ausgearbeitet, und nicht nur der Begriff, sondern wie wir den Begriff auch belegen, unser Auftrag, der kommt erstmal an, und das merken wir. Der kommt bei unseren Mitarbeitern an, der kommt bei Leuten an, die sich bei uns bewerben, die bewerben sich deswegen bei uns, und es kommt auch
bei Unternehmen im Markt an, für die wir uns interessieren. Also ich glaube, das ist erstmal der wichtigste Schritt, dass wir glaubwürdig sind in dem, was wir tun wollen und die Leute uns das abnehmen. Sowohl unsere eigenen Mitarbeiter als auch Leute, die sich bewerben oder Unternehmen im Markt. Allerwichtigste. Da muss man es natürlich vorleben. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Wir haben natürlich ein paar Dinge relativ früh entschieden, ein paar so einfache Beispiele. Wir haben gesagt, für uns heißt enkelfähig natürlich auch gemeinschaftlich dann Entscheidungen treffen, mehr Leute mit einbeziehen. Wir haben den Vorstand als Entscheidungsgremium abgeschafft. Wir sind gemeinsam in ein Bürogebäude gezogen, raus aus dem Vorstandsflur. Wir haben die Car-Policy natürlich komplett geändert. Wie wir wissen, in Deutschland keine einfache Diskussion. Das war unpopulär, auch, ja. Auch da nicht. Ich habe mein großes Auto zurückgegeben. Simone, weil sie hier sitzt, wir fahren ein paar Mal mit dem Fahrrad jetzt im Büro von Düsseldorf nach Duisburg und nehmen die 30 Kilometer da einfache Strecke auf uns, um auch vorzuleben. Und persönlich, auch wenn ich da nicht immer gut bin, versuche ich das natürlich auch einzubauen, weniger Fleisch zu essen. Wenn ich jetzt mit dem Zug unterwegs bin und nicht mehr mit dem Flugzeug, ich habe meinen Nachfüllbecher dabei und nehme eben nicht mehr den Einwegbecher. Das sind so Kleinigkeiten. Und ich glaube, so setzt sich das durch. Wir haben das verknüpft mit Zielen. Wir wollen natürlich klimaneutral unterwegs sein. Das haben wir jetzt angegangen. Fangen da in der Holding an. Da kommen ganz, ganz spannende Themen zum Tragen. Unsere größte Produktion in der Holding ist tatsächlich unsere Kantine. Und wie werden wir denn klimaneutral? Also, wenn man sich damit auseinandersetzt, ich glaube, dann merken die Leute, dass wir es ernst meinen. Und das ist für mich eine der Hauptüberraschungen. Nachdem wir das Thema erst anfangen, gibt es da wenig noch KPIs, auch wenn die kommen. Und das Thema hat wahrscheinlich schneller gegriffen als die Themen, die wir mit KPIs steuern. Weil die Leute uns abnehmen und weil sie selber interessieren und weil sie mitmachen möchten. Und da gibt es in den Geschäftsbereichen inzwischen tolle Beispiele. Ich weiß nicht, ob ich die kurz mal anführen darf. Wenn Gerne. Man sich so eine CWS anguckt, die ja grundsätzlich in unsere lebenswerte Zukunft passen, weil es ein Kreislaufsystem ist. Wir vermieten ja Arbeitsbekleidung als Beispiel. Und vermieten heißt natürlich, wir nehmen sie zurück, wir waschen sie und wir reparieren sie. Das heißt, sie sind so ausgelegt, dass sie langlebig sind. Und jetzt fängt die CWS an und macht es noch nachhaltig, indem sie entschieden haben, die Arbeitsbekleidung wird nur aus Fairtrade-Cotton oder aus Bio-Cotton hergestellt. Das hat erstmal einen negativen Beitrag aufs Ergebnis von 2 bis 3 Millionen pro Jahr. Weil es teurer ist. Wir glauben aber, dass wir dadurch neue Käuferschichten erschließen und deswegen haben wir die Entscheidung so getroffen. Und die Beispiele sehen wir überall. Baker Desley macht das mit ihren Matratzenbezügen. Rovema als Maschinenhersteller für Verpackungen hat sich auf die Fahne geschrieben, in Zukunft nur nachhaltige Verpackungen dann auch über die Maschinen zu verarbeiten, haben in diesem Jahr angefangen und sind jetzt schon bei über 10 Millionen Auftragseingang für nachhaltige Verpackungsmaschinen. Ja, okay. Also das hat sich wirklich sehr gut durchgesetzt, sind noch weit weg von unserem Ziel natürlich, aber der Anfang, der erste Schritt ist erstmal gemacht. Das ist ja ganz spannend zu sagen, selbst wenn man es jetzt noch schwer mit KPIs messen kann, das ist ja ein bisschen anders als klassische Cash-Themen, da ist das ja alles schon auch ein Stück weit erfunden und erprobt, zu sagen, so eine sehr positive Resonanz in und um Haniel herum, aber gleichzeitig auch diese konkreten Beispiele finde ich ganz gut, dass man ja dann auch bereit ist, ich sage mal, diesen negativen Teil, also unter Kostenaspekten, Investment quasi auf sich zu nehmen, zu sagen, also wir verschlechtern erstmal unser Ergebnis, nehmen das bewusst in Kauf. Und das ist ja genau da, wo es dann häufig dann nicht klappt im Alltag. Und gleichzeitig zu sagen, aber wir glauben darauf, dass es sich dann auch dahin drehen wird. Und man sieht ja jetzt auch, ich sage mal, den gesamtgesellschaftlichen Shift. Wir haben hier Veganz ist eins unserer Clubmitglieder, Jan Bredak, der Gründer. Und wenn der mal so Zahlen zeigt, wie stark das wächst oder auch andere Produzenten in diesem Bereich, dann ist man immer ganz erstaunt, wie groß schon der Share ist. Und zwar jetzt nicht so, ich sage mal, mit den predigenden veganen Menschen, sondern wie viele Menschen zu sagen, ich versuche einen Großteil meiner Ernährung dahin umzuschieben und da sieht man dann auch schon die Effekte. Trotzdem nochmal sozusagen, das sind ja so erste Leuchtturmprojekte, aber
die Reise beginnt ja quasi erst so. Das heißt also, das ist ein Dauerthema, was euch jetzt die nächsten Jahre irgendwie begleiten wird. Und dann muss man ja immer genau diese Entscheidung treffen, zu sagen, gehen wir mehr auf Profit oder gehen wir mehr auf Nachhaltigkeit. Richtig, ist das eine Abwägungsentscheidung oder wie stringent seid ihr da? Ja, sehr. Die haben wir ganz am Anfang getroffen. Die haben wir mit der Definition von enkelfähig getroffen. Ich habe gesagt, unsere Definition ist überdurchschnittlich erfolgreich. Und mir war wichtig, bevor wir unsere Reise überhaupt anfangen, dass wir mal gemeinsam definieren, was überdurchschnittlich bedeutet. Denn bei einer Familie mit 700 Gesellschaftern kann das sehr unterschiedlich sein. Tante Anna, naja, solange wir was Gutes tun, ist alles okay. Und Onkel Herbert sagt hier, aber Private Equity Returns sollten es dann schon mindestens sein, sodass wir für uns mal überdurchschnittlich definiert haben. Und das heißt für uns, wir sollten zumindest die durchschnittliche Performance des DAX übertreffen. Warum? Die alternative Anlageform für die meisten unserer Gesellschaften ist natürlich der Aktienmarkt. Und wenn ich mir den DAX angucke über die lange Reihe, den DAX über 25, 30, 35 Jahren, dann hat er einen Return von 8%, ungefähr 8%. Dow Jones ist ein bisschen höher, aber der DAX hat ungefähr 8%. So dass wir für uns gesagt haben, 9% Renditeanforderung. Das ist sehr konkret. Ja. 9%. Das ist aber unter Private Equity, die im zweistelligen Bereich operieren. Und das ist genau der Unterschied, wo wir sagen, da geben wir ein bisschen was auf und haben trotzdem ein anspruchsvolles Ziel, was über dem Durchschnitt ist. Und damit muss es möglich sein, Gutes zu tun und überdurchschnittlich wirtschaftlich erfolgreich zu sein. 9% steht bei uns. Und das kommt jetzt nach 20 Jahren von 0. Das heißt, wir hatten keine Wertentwicklung 20 Jahre. Von daher ist der Sprung von 0 auf 9 erstmal anspruchsvoll. Mhm. Bisher sind wir auch in diesem Jahr ganz gut unterwegs und haben die ersten Schritte da erfolgreich gemacht. Gucken wir mal. Ist unsere Aufgabe. Ganz spannend, weil damit ist natürlich auch irgendwie ein Stück weit managebar und in der Vielzahl der Entscheidungen, man kann ja sehr radikal auf Nachhaltigkeit setzen, nimmt sich aber unter Umständen die Kraft, im Markt zu agieren. Ne? Also das ist ja eine schwere Abwägungsentscheidung. Aber so hat man ja so eine konkrete Messlatte zu sagen, wie viel können wir uns an der Stelle noch leisten, um quasi in den nächsten Schritt dann zu gehen. Dann noch so ein bisschen Blick in die Zukunft. Du hast eben schon angedeutet, ihr sucht ja nach weiteren Beteiligungen. So, und jetzt stelle ich mir quasi vor, jemand oder eine Unternehmung, die bisher mit enkelfähig noch nicht so in Kontakt war. So, du hast eben ein bisschen schon angedeutet, zu sagen, dass nur bestimmte Unternehmen, also gewisse Voraussetzungen gegeben sein müssen, dass man das auch nicht pauschal entscheiden kann. Aber dann muss ein Stück weit auch das ganze Unternehmen oder man hat ja manchmal Mitgesellschafter auch diesen Weg mitverfolgen und tragen. Ne? Das ist dann auch ein Stück weit Bedingung. Und eigentlich müsste ja dann auch so eine Art von, ich sag mal, Transformation passieren, um in der Haniel-Welt dann auch anzukommen. Stelle ich mir das richtig vor, ist das dann so ein Onboarding in enkelfähig für eine neue Beteiligung? Ja, anders geht's nicht. Aus unserer, haben wir vorhin diskutiert, aus dieser Future Worth Living These, wenn da eins rauskommt, also die Felder, die wir überhaupt nicht angehen, dann gucken wir es uns gar nicht an. Wenn da zwei rauskommt, vielleicht nicht ein Segment, in das wir nicht einsteigen wollen, aber wir glauben, dass wir das Unternehmen nicht Richtung enkelfähig transformieren kann, dann beschäftigen wir uns auch nicht damit. Dann die unterste Stufe, wo wir einsteigen, ist 3. Wo wir sagen, das passt in unseren lebenswerten Zukunftsansatz, ist aber nicht nachhaltig, aber hat die Chance, sich nachhaltig zu entwickeln und dann als Teil der Due Diligence bereits und dann des Plans wird diese Transformationsreise dann schon mit beschrieben und natürlich müssen sich dann die Gründer, Eigentümer, Verkäufer auch damit auseinandersetzen und das ist Teil unserer Entscheidung, ist aber auch Teil der Entscheidung der Verkäufer, ob sie den Weg mitgehen. Eigentlich ganz spannend, dass das sehr stark in diese Richtung getragen wird. Wir hatten die Tage noch das Thema Purpose hier ganz groß im Club und die Frage stellt sich ja gar nicht, weil quasi mit enkelfähig noch mehr Purpose kann es ja kaum mitgeben. Ja, vielen Dank. Wir kommen so ein Stück weit zu unserem dritten Bereich, den wir heute mal anschauen wollen. Das Format heißt ja Board Lounge. Und VUCA, also sehr dynamische Zeiten, in denen wir leben. Corona ist das beste Beispiel. Was sind da so aus deiner Sicht so die zentralen Herausforderungen für Boards in diesen Zeiten? Ich sag mal, man kann es jetzt nicht immer nur an Corona denken, weil auch vor Corona ist die gefühlte Geschwindigkeit größer geworden, in der Dinge passieren. Aber was wären da so aus deiner Perspektive so die zentralen Herausforderungen, denen ein Board heute begegnen muss? Ja. Also ich bin immer noch dabei, diese deutsche Board-Landschaft zu verstehen, nachdem ich da aus einem ganz anderen
Bereichen natürlich komme. Ich glaube, die Aufgabe in so einem Board ist nicht einfach, denn ich glaube, die Arbeitsweise muss sich ein bisschen verändern. Deswegen, ich bin, also wenn wir jetzt von Aufsichtsrat reden, ich versuche den persönlich zu vermeiden. Warum? Und das meine ich gar nicht kritisch, sondern inhaltlich. Warum? Das sind einfach sehr viele Governance-Themen, die abgedeckt werden müssen. Und die meisten Diskussionen, die ich wahrnehme, sind oft Risikothemen und Risikovermeidungsthemen. Das ist einfach nicht mein Ansatz. Ich glaube, wenn wir unternehmerisch tätig sein wollen, dann müssen wir Opportunity-getrieben sein und wir müssen die Chancen sehen. Natürlich muss ich das Risiko einschätzen können, das ist doch ganz klar. Aber ich mag, dass oft dieses unternehmerische Risiko komplett abgewürgt wird und dass die meisten Themen eben sich um diese steifen Governance-Themen und Fragen kümmern. Und wir sind auch dabei, das für uns neu zu definieren. Wir haben ja das Glück mit Frau Nowotny auch, dass wir eine neue Aufsichtsratsvorsitzende haben. Übrigens die erste Frau bei Hania und die erste familienfremde Frau, die das Amt übernommen hat. Wie wir inhaltlich mehr einsteigen, wie wir mehr Strategie, mehr Unternehmensentwicklung, unsere Talente mit einbinden können, sodass die Boardarbeit dann auch näher am Geschäft ist und das Geschäft unterstützen kann. Ich glaube, das ist extremst wichtig. Ganz spannend, wie du es sagst, weil ja damit auch mehr ein inhaltliches Sparring stattfindet und weniger, ich sage jetzt mal, ein juristisches Sparring und Audits und wie viel Risk ist da noch drin und da kommen wieder die Freunde von der Wirtschaftsprüfung, um dann das Risk nochmal zu minimieren und mehr unternehmerisch, also quasi zieht sich ja quasi durch das Thema. Ganz spannend auch, wenn du jetzt USA und Deutschland, du hast ja gerade schon ein bisschen, muss ich an die deutsche Landschaft gewöhnen, erlebst du das aus deiner amerikanischen Erfahrung da deutlich unternehmerischer oder wie würdest du da so die amerikanische Weise beschreiben? So wie du sagst, sehr viel unternehmerischer. Die Zeit, die wir im Board verbracht haben, die war wirklich zu den Strategien der einzelnen Geschäftsbereiche und wir haben uns da den Hauptteil der Zeit dafür genommen, die auch durchzugehen mit dem Schwerpunkt immer Mitarbeiter und Mitarbeiterentwicklung. Das war klar, Unternehmensstrategie verstehen, da eine Meinung zu finden. Aber das Wichtigste war, je mehr Leute wir aus dem Geschäftsbereich in den Aufsichtsrat bringen, umso besser. Denn was kriege ich für ein besseres Gefühl, als wenn ich die Leute sehe, die Geschäftsbereiche führen? Und das war hier zumindest schon auch eine schwierige Diskussion. Ich kann mich noch gut daran erinnern, ich glaube, es war meine erste oder zweite Aufsichtsratssitzung, wo ich den Vorschlag gemacht habe, wir sollten doch hier Mitarbeiter reinbringen. Das kam zum damaligen Zeitpunkt noch nicht gut an. Inzwischen sind wir so weit, dass wir tatsächlich in jeder Aufsichtsratssitzung einen anderen Geschäftsbereich mit reinbringen, die Leute auch reinkommen, wir uns die Leute angucken. Und das finde ich extremst wichtig. Und das hab ich schon so mitgenommen aus der US-Zeit. Ich finde das ganz spannend, weil es wird ja in Deutschland auch immer von der Deutschland AG, alte Männernetzwerke, wo dann irgendwie 3 Dutzend Menschen in Summe massig Aufsichtsratsmandate auf sich vereinen, zu einer Aufsichtsratssitzung der Mitarbeiter teilnehmen. Wie kommt das bei Mitarbeitern an? Wie sind die da eher nervös? Oder das ist ja auch so ein bisschen so von Closed Shop eher zu einer offenen und transparenteren Zusammenarbeit. Das stößt ja nicht bei jedem irgendwie auf Liebe, zu sagen, ah, das sollen die da oben machen. Wie ist so die Reaktion im Unternehmen da drauf? Aber da bist du doch wieder bei einer Unternehmenskultur, ne? Mhm. Und diese stark hierarchiegetriebene Unternehmenskultur, die hat natürlich zur Folge, dass sich das da oben verfestigt. Das heißt für den Mitarbeiter natürlich, ich überlebe erstmal, indem ich den Kopf einziehe. Mhm. Und das zieht natürlich eine bestimmte Art und Weise von Mitarbeitern auch an. Da wollen wir zumindest von wegkommen. Und wenn ich diese Hierarchien, diese Level versuche abzuschaffen und den Mitarbeiter mit einbinde, dann bin ich mir sicher, die Mitarbeiter, die da gerne mitmachen und die sich zeigen wollen und was für mich ein Unternehmer ist, die was aufbauen wollen, die was voranbringen wollen, die den Status quo hinterfragen, die sind erstmal, ich nenne es mal, freudig erregt, wenn sie da auftauchen. Natürlich sind sie nervös, aber das ist so eine Bühne, wo sie sich zeigen können. Und damit ziehst du natürlich ganz andere Leute an und da müssen wir hinkommen. Das ist ja diese Unternehmenskultur, dieser dritte Baustein, von dem ich gesprochen habe, ist ganz, ganz wichtig. Der wichtigste eigentlich. Genau. Und dann quasi da diese Gelegenheit zu nutzen, das zu machen. Kann mir nochmal den Hinweis, hier nochmal eine Frage. Stichworte Orientierung am DAX, deutsche Industriegeschichte. Wie international global wird Hania in Zukunft agieren? Kommt hier aus unserer Zuschauerschaft.
Kannst du dazu was sagen? Ja, ja, klar. Definitiv internationaler. Und ich muss ein bisschen einordnen. Wir sind natürlich sehr stark deutsch und europäisch geprägt heute im Portfolio. Wir möchten das ändern. Wie können wir das tun? Wir stellen uns das im Moment schwer vor, ein Unternehmen zu akquirieren, das seinen Hauptsitz in Asien oder in China hat. Das heißt, es wird für uns nicht möglich sein, weil wir da keine Präsenz haben. Das heißt, wir müssen im ersten Schritt die Internationalität innerhalb unserer bestehenden Unternehmen ausbauen. Das tun wir auch. Das ist eine der Initiativen, die wir vorantreiben. Die zweite Initiative. Ich habe angesprochen vorhin, dass wir uns ein neues Investmentfeld erarbeiten. Wir nennen das PPP-Wachstum, PPP-Growth. Und da haben wir 500 Millionen bereitgestellt. 70% davon werden außerhalb Europas investiert werden. Da haben wir jetzt die ersten 100 plus Millionen schon abgerufen in dem Jahr. Und es ist tatsächlich so, dass wir uns da ganz, ganz stark außerhalb Europas bereits engagiert haben. Immer mit PPP-Themen natürlich. Ist gar nicht so einfach, Fonds zu finden, die das tun, aber es geht. Und da funktioniert extrem gut. Und so treiben wir diese Internationalisierung voran. Das ist ja auch wichtig für Wachstum, denn das haben wir uns natürlich auch auf die Fahne geschrieben, wenn wir mal eine Ebene tiefer gehen, zu Portfolio Management Richtung PPP verschieben, logisch, aber schon auch Richtung Wachstum verschieben. Und wenn ich Richtung Wachstum verschieben will, dann muss ich international unterwegs sein. Einverstanden, kann ich nachvollziehen. Auch hier zu sagen, jetzt nicht eine große Beteiligung in auch mit einer komplett anderen Unternehmenskultur, ist ja auch nochmal so ein Aspekt und auch einem vielleicht komplett anderen Managementstil versuchen zu integrieren, sonst quasi aus den Beteiligungen heraus auch diese Internationalität zu leben und darüber dann auch ein bisschen Fuß zu haben da drin. Das ist ein Stück weit nachvollziehbar. Wir hatten ja, wir haben ja das Ganze zum Einstieg ja schon darüber gesprochen, Frauenquote in Vorständen. Wie schaust du auf das Thema vielleicht Frauenquote allgemein, aber auch zu sagen, wo steht das Thema ja, Frauen in Leadership, nenne ich jetzt mal mehr, zu sagen, bei Haniel, ist das ein Aspekt, wo ihr ja, fördert, fordert, den ihr besonders im Blick habt oder ist es eher Teil eines breiteren Diversity-Ansatzes? Vielleicht kannst du auch da nochmal so ein Stück weit Einblick in die Haniel-Welt geben, weil es jetzt in aller Munde ist. Ja, ich fange vielleicht mal mit meiner Welt an. Ich habe 1996 bei GE angefangen und habe die ersten 12, 13 Jahre meines Berufslebens, war direkt nach dem Studium, da verbracht und ich kannte nur die GE-Welt. Und zu der damaligen Zeit, 96, 97, da gab es schon die ganzen Frauennetzwerke und Employee Resource Groups bei GE und der gute Jack Welch, wer sich noch erinnern kann, der war unglaublich und seiner Zeit weit voraus. Der hat immer gesagt, das ist CEO-Aufgabe, Vielfalt voranzutreiben. Von daher war das für mich gegeben. Ich hatte viele weibliche Vorgesetzte während meiner Zeit bei GE. Also ich kannte das nicht anders. Und dann bin ich jetzt vor 3,5 Jahren hier in das deutsche Umfeld eingetaucht. Und es war ein Schock. Ein Schock tatsächlich sogar. Ja, denn das Thema ist nicht auf der Agenda. Ich finde, das wird extremst oberflächlich behandelt und die Erfahrung musste ich jetzt auch machen mit jedem, den ich natürlich rede. Wenn wir diese alte Deutschland AG uns da angucken, da erzählt mir natürlich jeder, wie wichtig sie das Thema finden und wie sehr sie das unterstützen. Aber jetzt gerade für den Job, gerade nicht. Da gibt es jetzt gerade keine. Und Thomas, wenn du das möchtest, dann musst du aber in Kauf nehmen, dass es länger dauert. Schöne Rückdelegation. Ja. Das sind so die Diskussionen, wie sie stattfinden. Von daher habe ich meine Meinung leider zu dem Thema geändert. Ich bin kein Freund der Quote, aber ich glaube, in Deutschland wird es nicht ohne gehen. Leider. Deswegen bin ich froh, dass es gekommen ist. Das wird uns unterstützen, wird uns auf unserem Weg unterstützen. Wir haben angefangen, auch wie ich es vorhin beschrieben habe, wie wir das immer tun wollen, wir wollen es vorleben. Ich habe gesagt, wir hatten einen Zweiervorstand, den gibt es natürlich noch, aber als Entscheidungsgremium haben wir den abgeschafft. In unserem Führungsteam haben wir heute mehr Frauen als Männer. Also wir haben CFO, CEO, das ist der Florian Funk und ich. Dann haben wir drei Partner, das sind zwei davon Frauen. Wir haben die Simone, die Kommunikation macht, die auch hier sitzt. Wir haben die Caro, die Strategie macht. Von daher sind wir auf der obersten Führungsebene mehr Frauen als Männer inzwischen. Und wir versuchen das jetzt natürlich im Unternehmen zu verankern. Soweit sind wir noch nicht. Da entwickeln sich viele Initiativen. Wir haben das Aletta
Netzwerk gegründet. Ne? Das ist auch so eine Kleinigkeit. Aletta hat dieses Unternehmen groß gemacht und die Firma heißt Franz Hanier. Und wenn du bei uns durchs guter Büro, Punkt, ja, klar. Wenn du bei uns durchs Bürogebäude läufst, dann heißen die Meetingräume Aletta, Franz und Gerhard Hanier. Und der Meetingraum Franz, der ist riesig. Der von Gerhard, der ist noch größer. Und der von der Aletta, der ist 1,5 mal 2 Meter. Ja. Und das versuchen wir aufzubrechen und haben das Aletta-Netzwerk gegründet. Und da kriegen wir Zulauf aus den Geschäftsbereichen. Dann versuchen wir, die Frauen zu identifizieren, die zu fördern, Schulungen jetzt anzubieten. Aber das sind wir noch am Anfang. Das heißt, wir haben jetzt Ziele gesetzt, wir haben die ersten Schritte gemacht. Und jetzt muss man es einfach verankern. Und nochmal Fairness- und Gleichberechtigungsthema. Aber für uns vor allem Performance-Thema. Denn, und das ist ja inzwischen oft genug belegt, Vielfalt begünstigt Performance und deswegen tun wir es. Ganz spannend zum Aletta-Netzwerk, das würde mich nochmal ein bisschen mehr interessieren, weil Netzwerk ja auch unser Geschäft ist. Aber ich finde auch nochmal ganz spannend, wie du das betonst, zu sagen, das ist jetzt hier nicht so eine, ja, weil wir das halt machen müssen, Wohltätigkeit, sondern Performance-Driven und das ein Stück weit ernst zu nehmen. Was hat es mit diesem Netzwerk auf sich? Was war die Idee dahinter und wie ist das aufgebaut? Also das kannte ich eben aus meiner GE-Zeit. Frauennetzwerk war extrem powerful als Netzwerkmöglichkeit, sich gegenseitig zu unterstützen für Frauen erstmal. Und bei meiner nächsten Station bei TE Connectivity, da bin ich 2008 angekommen. Da habe ich 2009 das Frauennetzwerk gegründet. TE ist inzwischen eines der vielfältigsten Unternehmen global. Und das hilft einfach, nachdem die Frauen zumindest im Unternehmen in der Minderheit sind, sich gegenseitig zu unterstützen und auch Erfahrungen zu teilen. Und deswegen haben wir das auch hier eingeführt, denn wir merken, dass wir natürlich, wenn wir uns angucken, auf Entry-Level ist es ja oft so, dass wir eine Parität haben, 50% Frauen, 50% Männer. Wir verlieren Frauen in den auf 30er. Dem Karriereweg meistens durch die Elternzeit, weil das immer noch ein Frauenthema ist. Viele kommen nicht zurück. Die zurückkommen, merken, da sind nicht mehr viel übrig geblieben. Das heißt, sie sind relativ alleine und viele haben keine Lust, dann in dieser Männerwelt auch weiterzumachen und sich durchzukämpfen. Also so ein Netzwerk ist extremst wichtig. Wir machen jetzt noch andere Themen. Wir arbeiten mit Twice zusammen. Das ist ein Startup-Unternehmen, die versuchen da jetzt Tandems an den Start zu bringen, dass die in Elternzeit gehen, auch ihren Arbeitsplatz nicht verlieren. Und da also quasi im Sinne von Jobsharing. Genau. Ah, spannend. Genau, okay. Super spannendes Thema. Und persönlich engagiere ich mich in der Albright-Stiftung, die sich ja ganz stark für Vielfalt und Frauen in Führungspositionen einsetzt. Ja, ganz spannend. Ich schaue zurück, wir haben eine Stunde geht schnell um, viel gesprochen über Corona, deine persönliche Betroffenheit und Krankheit, Enkelfähigkeit, auch ganz spannend. Ich würde ein Stück weit sagen, auch einzigartig bei Haniel und über die aktuelle Boardarbeit bis hin zur Frauenquote. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Die Fragen, die da soweit waren, eine kommt noch live jetzt hier rein, die nehme ich gerne noch auf. Fand ich an der Stelle ganz spannend, das auch ein Stück weit mit dem Performance-Thema zu knüpfen. Und jetzt schauen wir doch noch mal, was denn von draußen, Thema Diversity. Wie begegnen Sie dem Argument, dass die Suche nach einer weiblichen Führungskraft länger dauert? Das scheint auch andere zu beschäftigen. Wir hatten ja gerade schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, Rückdelegation, ne? Zu sagen, wenn du das möchtest, dann musst du halt länger warten. Wie gehst du dann damit um? Dann warten wir dann halt länger, um die richtige Frau zu finden? Ja, ist so. Das ist ja, relativ simpel. Oh ja, jetzt kommen hier ein paar ganz spannende Fragen, die ich gerne hier noch aufgreife. Vielen Dank, liebe Zuschauer, dass Sie da das aufgreifen. Das Thema Präsenzpflicht, wie werden Sie das Präsenzpflichtthema bei Haniel leben, wenn derzeit die meisten Meetings online stattfinden und die Digitalisierung eine Präsenz per se auf Dauer nicht mehr erfordern mag, werden sich die Büros verändern? Ja, eine super Thomas, Frage, ne? Wie wird das sein bei euch? Sag mal. Ja, also da war ich und habe ich auch verpasst mit meiner Corona-Krankheit. Also wir sind ja noch nicht so super dynamisch, ne? Das versuchen wir zu verändern.
Aber in den 2 Wochen, wo ich ja nicht dabei war am Anfang, haben wir tatsächlich mit unserem Betriebsrat eine neue Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten abgeschlossen, die das Ganze umgedreht hat. Vorher war die Anwesenheit die Grundvoraussetzung. Wir haben das umgedreht und haben gesagt, man muss nicht mehr anwesend sein. Es ist nur so, wenn die Führungskraft das verlangt, dann ist das möglich. Aber wir haben mobiles Arbeiten eingeführt und wir haben gemerkt, nachdem wir aus dieser "Es darf keiner mehr ins Büro kommen" Zeit raus waren, dass nur etwa 50% der Mitarbeiter zurückkamen. Das war für uns okay, weil dieses mobile Arbeiten für uns extremst gut funktioniert hat, extremst produktiv war. Und die Konsequenz daraus war, dass wir bauen das unser Bürogebäude um, wir wollen eine moderne Arbeitsumgebung schaffen. Wir planen nur noch mit 60% Kapazität in Duisburg und das hat zur Folge, dass keiner mehr seinen eigenen Schreibtisch hat, auch ich nicht mehr und die Kollegen nicht mehr. Das heißt, wir haben keine Büros mehr, keine eigenen Schreibtische mehr und reduzieren die Bürofläche auf 60% und wir fühlen uns da extremst wohl. Das heißt, die Präsenzpflicht ist nicht mehr gegeben. Ganz spannend, also weil gerade vor Corona war ja immer die These zu sagen, die zu Hause sind, die arbeiten ja dann nicht mehr. Also das ist ja immer so ein bisschen auch ein Leadership- oder Führungskontrolle-Thema. Ja, das Gegenteil, ne? Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte das Gefühl, ich habe da mehr gearbeitet zu Hause. Also ich hatte noch nie so ein richtiges Büro, deswegen fahre ich ein bisschen raus aus meiner Beratervergangenheit. Lebst du eh nur aus dem Koffer, ja. Sage ich jetzt mal. Aber ich finde es trotzdem zu sagen, dass quasi der zweite Satz ist Performance, ne? Ja. Zu sagen, zahlt das ein auf Performance. Und von den Spielregeln, da sind jetzt gerade viele dran, diese für ihre Unternehmen zu entwickeln. Ich weiß von 2, 3 Großkonzernen, die gerade das 2 Tage die Woche Pflicht, 3 Tage die Woche Pflichtmodell quasi konzernweit einführen. Und bei euch ist quasi so das Wahlrecht tatsächlich im Team gegeben, zu sagen, wie funktioniert das und die Verantwortung bei der Führungskraft in der Gestaltung. Sagen, wenn die Führungskraft zu dem Punkt kommt, es würde uns gut tun, mehr Präsenz zu haben, um Kommunikation zu verbessern oder weil wir gerade eine schwere Phase haben, dann liegt auch da die Verantwortung bei der Führungskraft, das zu gestalten. Ja, wir hatten es relativ einfach. Also jetzt vor der zweiten Welle, als wir aus dieser ersten Welle rauskamen, ich hatte für mich die Entscheidung getroffen, dass ich keine 5 Tage mehr zurückgehe ins Büro und dass ich mindestens einen Homeoffice-Tag pro Woche einlege, idealerweise 2. Das ging auch ganz gut und jetzt, nachdem wir in der nächsten Welle sind, bin ich 2 bis 3 Tage die Woche zu Hause und wir haben eine ganz einfache Regelung für uns. Wir haben normalerweise Montagmorgen, wir nennen das unser Monday Morning Meeting, da gucken wir, dass wir alle da sind und uns dann auch sehen, damit dieser persönliche Austausch nicht verloren geht und den Rest der Woche kann es jeder handhaben, wie er will. Das kriegen wir hin und das funktioniert auch ganz gut. Ja, ganz, ganz spannender Prozess. Ja, vielen Dank für diese Frage. Herzlichen Dank, lieber Thomas, dass du hier Rede und Antwort gestanden hast. Ich bedanke mich für den kurzweiligen Dialog. Danke den Zuschauern in den Büros oder zu Hause, wo auch immer Sie das sind. Wenn Sie die nächsten Veranstaltungen nicht verpassen wollen, folgen Sie uns gerne bei LinkedIn oder tragen Sie den Newsletter ein. Wir werden im Januar weitermachen mit der nächsten Board Lounge und ja, herzlichen Dank an dieser Stelle und euch allen noch einen guten Abend. Danke sehr. Danke euch. Danke.